Ich glaube es nicht. Er hat wieder vergessen, es offen zu lassen. Kirill! Kirill! Ich mag diese neue Kellnerin im Gasthaus überhaupt nicht. Es beginnt beim Rathaus. Ich hoffe, es gibt keine Ausschreitungen. Das hätte uns gerade noch gefehlt. Ihr Großvater ist ein Freund der Nomaden und sie verdreht den Gästen die Köpfe. Diese Sarah Steiner bringt nur Ärger, da bin ich sicher. Das Abschalten der Seilbahn heute Morgen hat Chaos verursacht. Verzögerungen aufgrund von Verkehrsbehinderungen, haben Sie gesagt. Ha, ja klar. Willkommen in der Seilbahnstation von Balzimbor. Ich fürchte, Sie müssen eine Weile warten, bevor Sie in die Klinik können. Der Verkehr wurde diesen Morgen aufgehalten. Jetzt kehren wir schrittweise zum normalen Betrieb zurück. Das Abschalten der Seilbahn heute Morgen hat Chaos verursacht. Steiner soll ihm die Prothese bringen. Ich habe genug mit der Seeüberquerung zu tun. Wenn Sie das nur sehen könnten, Oscar. Entschuldigung, was ist denn hier los? Sieht man das nicht? Wir demonstrieren dagegen, dass die Yukol sich vor unserer Haustür breit machen. Aber warum? Seit Sie in Balzimbor sind, kennen Ladendiebstahl und Vandalismus keine Grenzen mehr. Und darüber hinaus zieht Ihr Bazar unsere Kunden ab. Bürgermeister Buljakin muss etwas unternehmen. Und zwar schnell. Wir gehen nicht weg, bis er unsere Delegation empfängt. Warum redet er nicht mit Ihnen? Weil er ein Schwachkopf ist. Er will genau wie wir, dass die Nomaden ihren Zug fortsetzen, aber er fürchtet, die hohen Tiere über ihm zu verärgern. Und während er Zeit schindet und nicht eindeutig Stellung bezieht, müssen wir zusehen, wie unsere Umsätze ins Bodenlose sinken. Die Regierung verlangt vom Bürgermeister, den Zug am Weiterwandern zu hindern? Dass die Yukol in Balzimbor festhängen, ist gewollt? Wenn Sie mich fragen, wartet der Bürgermeister nur darauf, dass jemand anders diese Wilden verscheucht, ohne dass er sich die Hände schmutzig machen muss. Die Ladenbesitzer streiken zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Das ist nicht gut, wenn Sie mich fragen. Bürgermeister Buljakin hat nicht das Zeug dazu, mit der Situation seit der Katastrophe fertig zu werden. Das sage ich euch seit Jahren. Geh jemand anders belästigen!
In den letzten Monaten waren hier alle ziemlich griesgrämig. In letzter Zeit ist das Leben hier manchmal unerträglich. Wollen Sie Zigarren oder vielleicht Fusel? Billiger als bei den Nomaden. Fragen Sie nur nicht nach, wo das Zeug herkommt. Wollen Sie Zigarren oder vielleicht Fusel? Billiger als bei den Nomaden. Ich habe kein Geld mehr. Schade. Wie die Nomaden hier behandelt werden, ist schrecklich. Ich hoffe, man wirft diese armen Yukol nicht irgendwann in den See. Wie die Nomaden hier behandelt werden, ist schrecklich. Nach der Katastrophe in Baranur hätten sie alle Schiffe unter Verschluss nehmen sollen. Glauben Sie mir, es ist gut, dass die Nomaden nicht mehr in Walsimor ein- und ausgehen können, wie sie wollen. Normalerweise bleiben Yukol nur ein paar Tage. Diesmal hält sie wohl etwas auf. Dieses große Schiff dort, die Kristall, das verrottet schon seit Jahren in den Docks. Ich verstehe nicht, warum der rückgratlose Obo seine Schaluppe behält. In der letzten Zeit gibt es häufig Zoff für den Bürgermeister. Es gab schon zu lange keine Veränderung mehr im Rathaus, wenn Sie mich fragen. Mein Tintenfisch ist ganz frisch, meine Dame. Er ist frisch. Die meisten anderen Ladenbesitzer streiken. Ich kann mir das nicht leisten. Wir wollen uns den Basar der Nomaden ansehen. Offenbar machen sie gute Preise. Seit der Hafen geschlossen ist, kaufen die Leute das Billigste. Sie haben keine Wahl. Seit das Rathaus den Hafen geschlossen hat, hat man das Gefühl, in einer Geisterstadt zu leben. Nach all dem kann ich mir nicht vorstellen, wie sie den Hafen hätten offen halten sollen. Thank you.
Hallo. Na, beißen Sie? Schön wär's. In den letzten 20 Jahren sind die Fische immer weniger geworden. Aber manchmal hat man Glück. Wer weiß, es ist schon seltsam. Sie scheinen die Region gut zu kennen. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich würde gern mehr über die örtliche Legende erfahren. Es heißt, am Grund des Sees lebe eine Art Monster. Das ist keine Legende. Wieso sind Sie da so sicher? Damals, als der See noch wesentlich früher in der Saison zufror, machten die Leute mitten im See Löcher ins Eis und angelten so. Manchmal bauten sie sogar für den Winter Hütten neben den Löchern auf. Die alten Leute sagten immer, man solle die Löcher klein machen. Gerade groß genug, damit die Fische durchpassen, wenn man sie an der Angel hatte. Nicht größer. Eines Tages machte ein Typ, der ein bisschen anders als die anderen war, ein echt großes Loch. Um es leichter zu machen, sagte er, falls er einen richtig großen Fisch fangen würde. Und dann war er derjenige, der durch das Loch gezogen wurde. Rückwärts. In die eisige Tiefe. Der Arm des Monsters griff durch das Loch, packte den armen Kerl und zerrte ihn runter auf den Grund des Sees. Darum... Woher wissen Sie das alles? Weil der arme Kerl mein großer Bruder war. Und ich habe an diesem Tag neben ihm geangelt. Denken Sie mal drüber nach. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dass die Schleusen geschlossen sind, liegt an dem Seemonster.